Naja, was soll's. Fangen wir mal an, oder? Hm? Oh Gott, ich muss dringend hier mal ein paar Sachen entfernen. Geht das eigentlich? Kann ich Server aus meinen Favoriten entfernen? Weiß kann. Warte mal, wie kann ich deinen Server zu meinen Favoriten? Ah, genau, damit. Variety. Favorisieren. Favoriten. In den Favoriten, perfekt. Gerade noch eine Turret gebaut. Ah, guck mal, ich kann hier den anfavorisieren. Huh. Join und let's go. Mal gucken, ob Leute zuschauen. Ohne Ankündigung. Hat ja früher auch immer geklappt. Aber da war das Server mal voll. Ich hab gesagt, ich bin... Ist jemand auf dem Server jetzt? Ja, 8 Leute gerade. Hau mal raus, Drago, wie streamt. Bin ich noch Admin? Ich habe gemerkt, dass das Spiel ein bisschen laut ist im Vergleich zu mir. Kampfmusik ein bisschen runter. Mein Laptop wieder neu. Oh Gott. Farm. Wieso bin ich eigentlich außerhalb der Base gespawnt? Habe ich noch meine Sachen? Ich habe sie mitgenommen. Ihr habt mir meine Flaschen gelassen. Ich bin ja so dankbar. Ja. Eigentlich nicht, weil wie soll ich denn jetzt... teleportieren? Nee, wir cheaten ja nicht. Hol mich mal lieber irgendwie ab oder so, weil wenn ich jetzt durch Schneebiom renne, verliere ich meine Wasserflaschen und die will ich nicht verlieren. Und wieso ist es Nacht? Wir haben gerade kein Metal, warte. Ach ja, warte mal. Willkommen zum Livestream, der regelmäßig sein wird zwischen 14 und 15 Uhr. Ich werde das nicht immer ankündigen, das ist für die auf YouTube gedacht, die hinterher den Mitschnitt gucken. Ich habe mich entschieden, ich packe nicht den 5-Stunden-Stream hoch. Ich schneide das, dann dauert das halt wieder alles mit Aufwand, aber ich kann ja so die Qualität verbessern. Demnächst wird es für die Livestream-Zuschauer auch Musik geben, und sobald das... Ein Dillo von uns! Der kommt direkt mit. Die leben beide noch, ne? Lass die da laufen, das ist gut. Nimm ich mit. Für die, die im Livestream demnächst zuschauen, wird es auch Musik geben. Ich muss halt nur noch einen Weg finden, das auf eine eigene Audiospur zu schieben, das, wie heißt es? Auf eine eigene Audiospur zu schieben, damit das Ganze hinterher von YouTube getrennt werden kann und ich da keine Copyright- oder GEMA-Probleme bekommen kann. Das war's. Ich habe mir ein paar Tools runtergeladen. Aber ich schätze mal, bis diese Folge rauskommt, also diese hier jetzt, wird, glaube ich, heute in 6 Tagen sein, weil ich natürlich einfach mal 100 Millionen Folgen auf Vorrat dadurch aufnehmen kann. Was sowohl Vorteil wie auch Nachteil ist. Naja. Die, die im Livestream zuschauen, haben da eben ihren Vorteil. Ja, habt ihr Heizungen? Du hast gesagt, du bist da hinten auf der... Auf der Brücke, ne? Auf der Brücke. Okay, da ist ein Rex, da ist ein Dillo. Mein Dillo. Lass den Dillo doch da. Es ist Nacht. Ich hab eine Fackel. Ich kann Signale geben. Komm mit unserem Bus, ne? Hat der einen Sattel? Ja, hallo, Mission Turret. Hallo, David Kistner. Ja, toll, das ist ein bisschen das Blöde. Ich habe, jetzt natürlich den richtig coolen Anfang jetzt verpasst und habe natürlich nur den anfänglichen Anfang geschafft, mitzumachen. Es geht. Ich habe für dich Schneerüstung dabei. Wo bist denn du? Ich bin bei der alten Base noch. Bei der alten Base noch. Zwischen Schneebiom und alte Base. Ich habe eine Fackel an, du wirst mich also sehen. Hast du schon rausgehauen als Streamer? Ja. Na, das sage ich nicht. Das muss irgendwann jeder selbst herausfinden. Wieso bin ich kein Admin? Wieso bin ich kein Admin? Ich musste meine schöne 60 Euro Sherry-Tastatur gegen eine 15 Euro von Microsoft austauschen, weil das eh auf der Sherry-Tastatur nicht mehr funktioniert. Oh, der Fackel, ich seh dich. Hallo, hier bin ich. Seh ich dich? Ich seh dich nicht. Geradeaus Richtung Schneegebiet. Ich renn nicht zum Schneegebiet. Komm her, bei dir ist es kalt. Ja, ich seh dich aber. Warte. Stamina? Wir brauchen einen besseren Diplodocus. Hast du ihn angekündigt? Ich kündige den nicht an, weil ich habe hier 1800 Follower. Der eine oder andere müsste das also eigentlich schon mitbekommen, wenn ich anfange zu streamen. Keine Ahnung, ich hab's gesehen, also Pech für die anderen. Ja, genau. Guck mal, der Bus.
Wieso bist du fast tot? Ich hab grad vorher. Egal, in der Dings ist Schneerischung drin. So. Dankeschön. Halbes Leben schon weg, wie hast du denn das gemacht? Ich bin von der Brücke runtergesprungen, bin eigentlich abgesprungen, dann wurde ich ein bisschen, ja. War eine Scholle. Ah, okay. Blöden Scholl. Bin am Rand laufen. Wieso kann ich eigentlich nicht von hier aus in die Orbital Cam wechseln? Das finde ich voll doof. Ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich doof. Muss gleich Simon aufladen, bevor wir da durchrennen, weil da hat es glaube ein paar Wölfe, aber der ist schneller als Wölfe. Kann ich eigentlich mit den F-Tasten wechseln? Nee. Ach ja, genau, ich kann mit. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich kann mit den E gedrückt halten, wenn ich abgestiegen bin. Ja. Und den Platz wechseln, aber. So, jetzt geht's los. Kommen den Rex vorbei oder sterben wir? Ja, locker vorbei, easy. Ein Tiger, baby. Wie lange mache ich heute? Oh, wahrscheinlich so bis 17, 18 Uhr, weil ich muss noch aufnehmen. Also, das eigentliche Projekt aufnehmen und ich wollte dann auch ein paar Mods ausprobieren. Zum einen die Natural Wildlife Mod, die auch hier drauf ist, und zum anderen eigentlich eine Total Conversion, aber der Mod-Ersteller macht auch schon wieder eine neue Mod und die halt ohne Total Conversion ist und das halt echt lieber. Ja. Damina. Hier auf der Brücke wohnen wir. Ich absteigen. Finde es heraus. Ganz ehrlich, der Platz ist richtig scheiße. Hä, bist du? Oh Gott. Ah, wir haben schon einen Rex. Warte, mach die Tür zu. Ah, ich friere, mir ist zu kalt. Ich brauch Fortitude. Habt ihr den Fortitude-Multiplikator schon angestellt? Ja. Ja, sehr gut. Oh Gott, nee, der Platz ist so richtig, richtig scheiße, ganz ehrlich. Warum? Ey, da unten ist ein Boot. Alter, Max. Hier. Hat der Raketenwerfer? Nein. Guck mal da. Siehst du den? Ah. Sieht irgendwie lustig aus. Oder? Sieht irgendwie lustig aus. Wie da unten rumkurvt. Mir gefällt das irgendwie. Hier ist eine gute Aussicht. Mir ist echt eine gute Aussicht. Besitzer MDY. Wahrscheinlich ich brauch Fleisch. Ja, komm rein. Kein Fleisch, kein Fleisch. Weißt du, was wir brauchen? Oh, eine nackte schwarze Frau. Hm. Ich hab Hunger, ich hab Hunger. Wo ist der Kühlschrank? Wir haben keinen Kühlschrank. Ah, da ist ein Kühlschrank. Ich brauch Fleisch. Oder Beeren. Oder. Haben wir irgendwas da? Der Stehgottbär, der Stehgottbär, den nehme ich mir einfach. Ja, stimmt, der Zauber, da muss ich gerade auch mal kurz, warte mal. Kralle ich mir noch ein paar. Aber die heilen mich halt nicht, weißt du? Und ich friere hier. Muss mal ein bisschen Holz besorgen. Ich brauche meine Axt wieder, oder allgemeine Axt. Ein bisschen Werkzeug brauche ich. Ja, muss ich kurz für dich farmen. Haben wir... Muss gucken in der... Band. Also, Cementing Pace ist da, okay. Ja, wer hat denn mein Zeug? Oder ist es verloren gegangen? Nein, wir haben es einfach mitgenommen und wahrscheinlich irgendwie aufgeteilt. Ich guck mal, ob ich irgendwas finde. Nee, gar nichts. Da ist eine Axt, eine grüne, die nehme ich mir. Ist zwar kein Vergleich zu meiner blauen. Und eine Spitzhacke, die nehme ich mir auch. Okay, ich habe wieder Werkzeug. Dann. Ja, gut, mir ist auch. Ich nehme mir meine Pike. Und eine Crossbow. Ist das eine Box von jemandem? Nein, okay. Doch, keiner. Doch, da habe ich zwar vorher Zahn, aber das ist egal. Ja, jetzt ist nur Standardzeug. Also außer die Axt, aber ich habe hier eh nichts anderes. Egal. Außer hier ist noch irgendwo eine Axt oder haben wir ein bisschen Metall nehmen, ne? Wir müssen nur holen. Mit Diplo. Puh, ja, gut. Doch, ihr habt zwei Metall. Ah, Industrial Grinder. Ich habe Turret gebaut, deswegen, weißt du. Achso, Gammelfleisch. Übrigens ist auch kein Problem, wir haben von denen jetzt schon 1260. Cool, sehr schön. Warte mal, in irgendeinem von, warte mal.
Stell die Wölfe mal hier kurz richtig hin. Also habt ihr jetzt den Fortitude-Multiplikator hochgestellt? Weil ich eben nicht aufgepasst. Wie viel hast du denn? Null. Ich will nur wissen, ob das höher gestellt ist oder ob sich das überhaupt nicht für mich lohnt. Wir haben es höher gestellt, aber ich glaube gar nicht mehr so krass. Wir hatten es erst auf 3, aber dann ging das zu schnell und wir haben es jetzt, glaube ich, wieder runtergestellt ein bisschen. Auf 1,5 nur. Also es gibt 1,5% mehr, es gibt 1,5 ja. mehr Fortitude. Ich glaube schon. Ja, muss ja reichen. Ich brauche mal ein bisschen Reparaturzeug, oder ist das Pelz zu wertvoll gerade? Aber wir haben kein Metall da, ne? Scheiße. Ja, warte, wir gehen auch gleich, aber ich will okay, mir was Metall zu essen mal. Machen. Warte mal. Lass zusammen Metall holen, weil da hat's überall hier, ach, ihr habt einen Air-Conditioner hier, darum ist es hier nicht so kalt. Ja, eben. Okay, das ist cool. Ich will mal überlegen, was ich ganz gerne bauen würde. Ich meine, die Hälfte der Strukturen hier habe ich ja gefarmt. Ja, das ist ziemlich gut, aber Ceilings mussten wir dann noch bei farmen. Aber ja, ich habe ja irgendwann Schluss gemacht. Ich habe, glaube ich, 71 Wände und irgendwie 40, 30, 40 Ceilings habe ich geholt. Ja, das war ziemlich krank. Und Foundations waren irgendwie 37 mit die, die ich glaube, Beta war das, ne, geholt hat. Ja, mit Patrick. Mit Patrick. Und dann wurden die verloren, die Hälfte, ne? Ja, hab ich wieder bekommen. Hast du wieder bekommen, okay. Warum war unser Tor offen? Erstmal. Alles klar. Hab ich doch zugemacht, okay. Ja, ich hab's auch zugemacht, noch nicht. Dann. Oh, jetzt holst du mal was zu essen, aber gerade ist irgendwie so kalt, weil ein Schneesturm ist. Wir haben Schneesturm? Ich ja, sehe ihn nicht. Schneesturm. Ich sehe ihn nicht. Klar. Flöckchen. Hä? Schneeflocken hat's doch hier überall. Ich sehe gar nichts. Warte mal. Oh, oh, oh. Nö, wir haben keinen Schneesturm. Mein Wasser verbraucht sich, wenn ich was trinke. Also meine Wasserflasche. Das hat ja nichts damit zu tun. Schneesturm wird ja... Nicht Schneesturm. Nee, Schneesturm ist sobald, das ist halt der Regenteil im Schneebiom. Ja, ich... Wir haben hier gerade nicht. Eine Wasserflasche verbraucht sich, deswegen, wir haben keinen. Ich pack das Holz in die Werkbank rein, ne? Ja, ich pack das hier in den Lagerfeuer rein. Das brauch ich auch nicht, das auch nicht. Ja. Gut. Ah, hallo Jinjinu. Warum habt ihr wieder alle gleiche Farben im Chat? Das ist ja schrecklich, da kann ich euch gar nicht unterscheiden. Hallo Terminator, hallo Luke. Welche Dinos sind dazu gezählt? Ich bis jetzt den Kano und das war's eigentlich. Den Rest haben die gezählt, weil ich habe mich damit beschäftigt, die Strukturen hierfür zu farmen. Gestern. Und, ah ja, den Plutokus, der hat auch mitgeholfen. Und jetzt habt ihr einen Rexel 84. Das ist voll genial. Ich würde ganz gerne irgendwas Fantastisches bauen. Ich will mal überlegen, was? Vielleicht unter der Base irgendwo, unter der Brücke hier. So einen Durchgangsstopp machen und. Oder da hinten, wo die. Siehst du die kahlen Bäume, diese ebene Fläche da? Ja, das baut Metall, das. Ah, okay, da kann man nicht bauen. Wow. Ach, keine Ahnung, wo man was Cooles bauen könnte. Vulkan wäre immer das Fantastischste, ne? Ja, klar. Oh. Wir haben einfach den schlechtesten Ort von allen ausgesucht. Der ist voll gut. Rex, Pino, Raptor oder Kano? Hä, warum sagst du, ist der schlecht? Hallo, Dinokin. Was? Ach so, weil, wenn uns jemand angreift, haben wir den Nachteil, dass wir auf Fortitude geskillt sind. Und, die haben alle Rüstung und so, während wir in einem Pelz rumlaufen. Und ja, ohne. Ohne Better Beacon Mods müssen wir im Wasser oder in Höhlen nach, Pelzrüstung suchen, die verbessert sind. Das ist halt ein Nachteil für uns. Aber für die ist auch ein Nachteil, weil die müssen auch mit Pelz und sterben sie. Mit Dings stirbst du ziemlich schnell. Mit Metall. Du kannst aber eine gute, Escanet-Rüstung finden, die halt dich ausreichend vor Kälte hier schützt. Ja, klar, das könnte sein. Das heißt, es ist halt ein aber gewisser du hast Nachteil nur einen hier. Zugang halt mit den T-Rexen, dass hier keine Flugtiere gibt. Du kannst aber mit Grappling Hooks oder du kannst ja auch mit Fallschirm reinkommen. Ja, ja gut, ist ein bisschen tödlicher mit jeweils Autotracer. Deswegen, wir müssten hier auf jeden Fall eine mehrfache Verteidigung aufbauen. Das heißt, ganz eine am Ende müsste irgendwo halt die Mainbase mit dem Mainzeug sein. Und halt hier mehrere Abschnitte von der Base. Ja, und Fuhrparks und sowas, um hier die als Schutz, dass wir das halt viel mehr sprengen müssten. Ich wollte jetzt gerne Metall, ich muss gerade nur kurz auf Twitch einloggen, dann kann ich den Stream beobachten. Lass okay. Diplo Metall holen. Mit Diplo und Tracks am besten. Was? Diplo und Tracks am besten für Zeug lass halt. Lass Diplo, der hat genügend CAD eh nicht so viel. Nee, Metall wegen Schaden meine ich, wegen dem Schaden. Achso. Schon mal kurz ein bisschen was, um mir meine. Wie heißt der Scheiß? Ach, ich komme hier nicht hoch, was ist denn hier kaputt?
Fahrzeug wieder zu reparieren. Ist Rex besser als Spino? Jein. Am Land ist der Rex halt langsamer und weniger wendig. Dafür hat er halt deutlich ein bisschen mehr Schaden. Der Spino ist halt wendiger und er kann schwimmen. Sag mal hallo. Sag du doch hallo. Sag mal hallo. Sag mal nein. Sag mal, Franzosen essen Baguettes, Frosch auf Baguette. Irgendwie. Ich sag dir, was du sagen musst, okay? Ich sag dir, was du sagen musst. Einfach so, weil es geht. Ach, irgendwer schreibt hier. Sag mal hallo. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Werbeblocker nicht installiert? Nein, es ist nur die Werbung. Ja. Warte. Ich schläfe mal vor deinem Stream. Ja. Weißt du, danach am Ende noch mit Pünktchen, 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 so als ob ich noch nie Hallo gesagt hätte. Keine Ahnung, egal. Warum beschäftige ich mich mit dem Touch? Hier gibt's ein Backloch. Hier gibt's ein Backloch. Ein Backloch? Oh, ich bin nicht auf dem Fall. Falscher. Ah, das ist ein Rex, guck mal, da unten ist ein Rex. Ja, genau, das ist das Backloch. Kommt er nicht mehr raus? Da kommt schon nicht mehr raus. Soll man eine Brücke drüber bauen? Mach mal, du hast Echo. Ja, ich höre mich in deinem Stream. Ja, sorry. Muss mal kurz, oh, hallo Mammut. Bisschen Holz sammeln. Für Fackeln. Sollte ich wieder reparieren können, ne? Ja. Komm schon mit. Franzosen essen Baguette mit Fröschen. Oder Frosch auf Baguette. Ja. Ist jemand von Pink Panther da? Ich gehe direkt mal zum nächsten. Sollen wir uns vielleicht mal so ein Ankylo-Themen für Metallfarm? Ja, kümmer, ich habe 29 Pfähle. Das müsste reichen. Guck mal, wie jetzt Level der ist. Kann das sein, dass der Rex... Ne, das kann ich überladen, okay. Level 100 Ankylo braucht er mehr als 29 Pfeile. Stimmt. Nein, oder? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab, ewig keinen mehr getamed. Hast du Pfeile oder Darts dabei? Pfeile. Nee, der wird mehr brauchen. Ja, egal, ich fahr mich gerne mit der Spitzhacke, wenn ich ehrlich bin. Ihr mobiler. So, Metal. Ich finde das voll cool, dass die überall hier diese Ruinenstücke getan haben. Es gibt den ganzen wieder so ein bisschen. Sieht so schlecht aus. Etwas, ne? So ein bisschen was etwas. Bei AK. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe kein Lieblingstier. Ich spiele immer das Tier am meisten, was mir gerade so am meisten passt. Keine Ahnung. Ich habe da keinen speziellen Favoriten. Reh magst du doch ganz arg. Und Schafe. Schafe? Oder Milchkühe. Milchkühe. Milchkühe sind cool. Gibt's Milchkühe? Ja, Smoke sagt immer Milchkühe zu den Dingern ohne Hörner. Also Schafen eigentlich, ne? Weil die ja auch so Kühen ähnlich sind. Was? Ich schubse das Schaf jetzt runter. Geh weg, Schaf. Die Megalocerus, meinst du? Für mich sind Schaf eigentlich die Apaches, weil die mal mähen. Alles klar. So, hier ist alles abgefarmt, oder? Ja. War ja nicht so viel. Ja, eben, aber... Ich hab 170 gerade mal. Er ist so schnell, der Diplo. Mhm. Überholst du mich auch noch? Wo ist hier das Backloch? Ah, da beim Rex. Glaube ich. Das ist noch nicht das Backloch, aber du kannst durch dieses Loch ins Backloch reinkommen.
Welches Level ist der Rex? 20. Dann haben wir hier echt eine Fallgrube für Spieler, die mit dem Rex ankommen. Und dann zack, fallen die rein, sind verloren. Mal schön Diplo reinpushen. Machst du zu? Naja. Nehme ich auf? Ich nehme auf, okay. Was ist bis jetzt dein stärkstes Tier? Ein Level 900 Raffus. Dodorex Celestial. Warum ist das hier schief geworden? Das ist einfach unabhängig von den Strukturen. Okay. Das ist, guck, wenn du uns abreißt. Sieht doch gleich viel besser aus. Ja, wollte ich schon lange erstmal abreißen. Bin ich aber nicht dazu gekommen. Was habt ihr eigentlich hier daraus gemacht? Ja, hier konnte man nichts draufsetzen, hier konnte man auch keinen Pillar hinsetzen, da kommt da entweder eine Pflanze und eine Turret rein. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr den auch bauen könnt. Metall. Metall ist noch im Rex. Ja. Mach du deins in den rechten, ich mach meins in den linken. Ich bin aber nicht rechts, ich bin überladen. Mal ein bisschen Spark Powder hier. Ich brauch Holz. Habt ihr den Weight Multiplikator wieder runtergesetzt? Nee, oder? Nein, alles noch gleich. Okay. I don't know your problem. My problem is, your server is shit. Shut the fuck up. Junge, nicht got, shut the fuck off, sondern get the fuck off. Hab ich ja da ausgedacht. Ah, ich wollte ja was ändern. Ich wollte ja eigentlich die Chatsprache nach Deutsch schalten. So. Das ist so automatisch jeder, der hier amerikanisches Englisch spricht oder denkt, er wäre hier America, fuck yeah, geil wäre, der fliegt direkt raus. Gar keinen Bock auf solche Leute. America, yeah. Nee, nicht America, sondern nur America. Warte, Oder die Leute, die wohl einfach nur türlich sagen. Die sind genauso hier Mongos. Türlich. Das heißt nicht türlich, sondern natürlich. Das heißt ja nicht seid mit T, sondern seid mit D. Oder wenn nämlich mit H sagt, ist dämlich. Weißt du, was ich immer sage? Halt die Fresse, solange man nicht versteht, ist es in Ordnung. Kleiner Rechtschreibfascho. Puh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ihr habt so alles schon gemacht, dass ich mich so ein bisschen unterfordert fühle. Alles schon gemacht? Du fühlst dich immer unterfordert, wenn wir mit dir bauen. Ja, weißt du, der Anfang war cool und dann läuft wieder ein, jetzt schon alles. Was für alles. Ja, was soll man machen als nächstes? Zum Beispiel, wir können eigentlich Rexertainment, aber also ich finde, der Ort ist jetzt viel zu klein eigentlich, ganz ehrlich. Wieso? Ist da unten ein, ist das unten euer Fluss? Ja, warum? Okay, ich frag nur, weil da unten ist ein, nee, ist kein Spieler, okay. Wieso findest du den Ort einfach nur geil? Ich finde den nicht geil. Der ist zu klein. Ich finde es okay, dass du den geil findest. Halt die Fresse, der ist zu klein. Ist er nicht. Hallo, Didi Osko. Mama, Dragobi ist böse. Nee, du bist voll der Doofe, ey. Ich würde allen sagen, dass du scheiße bist. Ja, ist halt jetzt übrigens Fleisch. Das ist hier oben perfekt, glaub mir, mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn, ich bin älter als du, ja? Fast 10 Jahre sogar. Wie alt bist du? Nein. Da gibt's nichts Falsches. Wie alt bist du? Ich hab das schon mal gesagt. 18 oder so, ne? Oder 19? Alles da, nein. Was? Wie alt bist du? 16. Dann bin ich sogar 11 Jahre alt als du. Bist du 27? Ja. Boah. Und so alt. Ja. Bist bald 30, ne? Ja. Brauch ich schon drauf? Ne. Wobei, ist eigentlich scheißegal, ist nur Alter, ganz ehrlich. Halt echt so. Alter sagt gar nichts. Außerdem, man weiß ja, Männer werden nicht älter, Männer werden besser. Frauen werden älter. Aber Männer werden besser. Okay. Ja, wir können doch mal Mammut tamen. Ja, kann man machen. Wofür? Wir brauchen eigentlich immer Biber. Aber wir haben kein Avis. Oder Dödel, oder Dödel. Der Dickrus oder, Ankylo. Oder mal einen ordentlichen Weg zu einer Metallquelle bauen. Hey, das ist ein ordentlicher Weg. Nee, ich meine wirklich mal einen Weg bauen. Du weißt schon, so zwei breit und geradeaus mit Rampen und allem. Nee,
das lohnt sich doch gar nicht, das ist doch fast geradeaus. Aber wir hätten halt wieder so ein richtig fettes Projekt. Nee, ich meine zum Berg hoch. Wo hat's da Metall? Ja, oben auf dem Berg. Hey. Oben auf dem Berg ist Metall, ja. Okay. Sollen wir da mit den Wölfen mal hin und gucken, oder was? Ja, warte mal, du kannst dir... Wenn wir einen Alpha-Rex finden, sind wir tot. Also, gib uns einen... Ich will White Killer, nimm dir White Killer. Der gehört eh nur ihm, den kannst du eigentlich gleich. Warte mal, dann haben wir noch Betäubungspfeile, dann nehme ich mir ein Kätzchen. Ich habe 29, das reicht, ja. Das reicht, okay. Fleisch können wir unterwegs holen. Weil dann würde ich ganz gerne ein Kätzchen tämen. Haben ja, wir noch einen irgendwo einen Pfeil oder so? Ich kann irgendwo welche klauen, bestimmt, ne? Ich hab Pfeile, nein. Hier. Ich will auch ich eigene... Pfeile. Du hast zu viele? Ja, 92, ja. Okay. Ich meine Betäubungspfeile. Haben wir Narcotics? Ja, hier, nimm 15. Nee, ich will eine eigene. Haben wir Narcotics da? Nein. Gammelfleisch, du brauchst Nackenfleisch. Und jetzt wird wieder schwarz. Warte kurz. Spiel minimiert sich einfach. Scheiß Spiel. Wir brauchen 20 Metallbarren, da können wir für dich gleich einen Katzersattel mitnehmen. Wir können auch mal Pimp My Dino-Smiffy bauen, ne? Das könnten wir auch machen. Nochmal später. Wir brauchen ja noch viel mehr Metall dafür. Wir brauchen nur halt irgendwie Metall halt erstmal. Wir brauchen Tiere, die Metall tragen können und die halt bis zum Berg vorwärts kommen, weil hier ist scheiße eigentlich ohne Flugtier. So, jetzt mach die Pfeile. Ich hab doch 30, das reicht doch. Oh, jetzt hab ich dich wieder. Oh. Was machst du da? Nix, chill mal ganz kurz, bin 5 Sekunden weg. Kurz mal. Boah, Narcoberries. Schon mal Narcoberries. Hast du Narcoberries? Du hast keine Narcoberries. Hier ist doch einfach gar nichts. Der Platz ist scheiße, hab ich doch gesagt. Kannst du von mir einen Dank an die Voyager-Gruppe aussprechen, dass wir dies organisiert haben? Warte, bis Marc wieder da ist und es liest. Hier glaube ich schneller. Hoch. Was war das? Da ist gerade ein Mammut rumgeflogen. Der sah dabei ein bisschen zerfetzt aus. Ah, komm, ist auch Gebüsch, okay. Der Ankylo ist der beste Metallfarmer. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der beste Metallfarmer ist der Dodikorus, ne? Ich glaube, der ist besser. Wie viele Stunden habe ich nochmal in Ark? 1303. Ich glaube, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Keine Sorge. Aber das ist das Witzige. Leute, die halt nur reinkommen und halt sehen, dass wir am Anfang sind, die wollen natürlich eure Tipps geben. Weil sie natürlich denken, wir wissen nicht, wie das Spiel funktioniert. Das finde ich auch vollkommen okay. Weil Tipps geben ist ja eine Sache. Spoilern ist eine andere. Backseat Gaming wieder eine ganz andere. Also zwischen Tipps geben und Backseat Gaming ist immer so ein ganz schmaler Grat. Man kann nie sagen, ist das jetzt Tipp oder ist das Backseat Gaming? Immer sehr schwer zu sagen, finde ich. Haben wir hier friedliches? Hallo? Bin wieder da. BB, ich greife gerade einen Rex an, dass ich nicht wehren kann. Mit wem hast du gerade geredet? Mit dem Chat. Mit dir selber? Mit dem Chat. Übrigens sollst du mal in den Chat schauen, da würde ich mich bei euch bedanken. Wo? Im Chat. Vom Twitch. Mein Dank an die Voyager-Gruppe. Ah, der Dino King kleiner gepasst. Genau. Ah, okay, spiele hier auch im Server? Keine Ahnung. Ich glaube, bei ihm war immer das Problem eher, dass er das Spiel, glaube ich, nicht kauft, wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, das war nur Felix. Felix. Ey, mein Kill. Siehst du? Mein Kill. Killstealer. Komm, nimm ihn doch raus. Komm, geh doch runter. Hör auf mich zu KS'en.
Nimm ihn aus! Ich geh nicht da runter, wenn du sagst, da ist Bug. Loch. Ja, ich hab's halt schlau gemacht, ne? Ja, wie schlau? Du kennst das Loch ja schon. Du bist wahrscheinlich schon dreimal drin stecken geblieben. Wer sagt das? Ja, wenn du weißt, wie man rauskommt und sagst, du hast es halt schlau gemacht, dann weißt du auf jeden Fall schon, wie der Fehler funktioniert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Als ob. Und zwar ist es so, ich bin nicht rein in das Loch, sondern ich bin neben das Loch gerade gesprungen, weil der T-Rex nicht... das heißt aber, du weißt auf jeden Fall, wo das Loch ist. Ich krieg dir einfach keine vernünftige Bären zusammen. Es ist ein Scheißplatz, ganz ehrlich. Wir hätten uns lieber oben auf dem Berg aufbauen sollen. Das ist, glaube ich, besser. Noch höher, da gibt es noch weniger Pflanzen. Nee, ganz oben auf dem Berg. Da ist auf jeden Fall eine große Metallquelle. Ja, Metall regiert nicht die Welt. Und Pflanzen halt. Keine Ahnung. Man kommt halt irgendwie kaum vorwärts. Der ganze Platz ist total unbrauchbar. Aber seid froh, dass sie nicht so arg vorwärts gekommen wären. Du vorher sagst, wir sind voll arg vorwärts gekommen und jetzt aber nicht mehr. Ja, so ein gewisse Sachen, die braucht man schon. Das sind auf jeden Fall Narco-Berries, weil das ist natürlich der ganze Grund zum Tamen, ey. Ja, als Obsidian in der Nähe, Siliziumperlen, das hat man da oben alles nicht. Wieso ist die Stargate-Bot nicht installiert? HX-Rakete. Weil Stargate? Ja. Oh, es ist ein Twitch-Projekt. Also es ist ein Twitch-Projekt, ja. Echt, jetzt muss ich an. Ist es so, dass... Dann buggen die Leute rum. Nee, Vority, gib mir mein Zeug wieder. Ich bin gestorben wegen deinem scheiß Bug. Meinst du sowas? Ja, mein Glados. Ja, das meine ich. Nenn mich noch einmal Sohn. Und ich sag allen, dass du voll doof bist. Nein. Oh, ich habe Angst. Also, ich muss mal frieren. Komm zurück, du brauchst was Wärmeres zum Anziehen. Kannst nicht ohne Wolf kämpfen! Muss nicht gleich meinen. Bitte weniger Caps Lock. Du bist voll alles doof, wenn allen sagen, dass du voll der Doofe bist. Ragobi, ich muss dich leider die Lautstärke anpassen, bei dir du bist. Halt die Fresse! Niemand passt meine Lautstärke an, ja? ja, du bist ein bisschen übersteuert. Wirklich? Ich hab dich eigentlich schon runtergeregelt. Auf minus 30 Dezibel. Was? Nein! Ich war ganz nah, ob ich meine Audio-Einstellung verkackt habe. Aufnahmegeräte. Mikrofon, Eigenschaften, ich habe ein paar Sachen installiert, 90%. Ne, ist auch in Ordnung. Alles genauso, wie es sein soll. Du musst... Ich mach dir jetzt auch mal eine extra Pilzrüstung, ne? Reicht es nicht aus, meine zu reparieren? Ich weiß, was wir brauchen. Wir brauchen einen Bronto. Aber der muss auf Laufgeschwindigkeit getroffen. Ne, wir brauchen auf jeden Fall hier einen Mammut. Mammut ist besser. Sag ich doch. Mammut ist halt schnell und der kann Bären farmen. Oder Paraceratherium, das ist auch noch gut. Ich baue dir jetzt deine eigene Pilzrüstung. Dann wirst du auch mal groß. Dann legst du die andere wieder zurück und dann hast du deine eigene. Besser. Okay. Dir stinkt auch schon, hast recht. Ach, sei doch nicht so fies. Hat schon mit reingeschwitzt. Ach ja, jetzt haben wir schon die Sturm. Damit du mal den Unterschied merkst. Ja, sag ich doch, jetzt haben wir Schneesturm. Eben hast du gesagt, wir hatten am Schneesturm, da war nichts. Hast du nur ein paar Schneeflocken gesehen, aber das war eigentlich nur ein bisschen Effekte vom Spiel. Sind doch jetzt auch Effekte vom Spiel, oder? Ja, aber diese haben jetzt eine Wirkung. Und zwar kann man seine Wasserflasche in der Luft aufladen. Ohne an Wasser sein zu müssen. Alles klar, jetzt hat er wieder aufgehört. Ja. Bist denn du? Ich bin hier hinten bei den Bäumen. Ich sammle gerade ein paar Narco-Berries. Ach so. Ja, ich muss gerade warten, bis Metall gepanischt ist. Kann ich dir voll.
Wir brauchen unbedingt ein Pronto. Oder Mammut. Mammut ist klar besser. Weil Mammut ist schneller. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal Mammut tamen und danach Metallquelle suchen. Lass uns mal Mammut tamen und danach eine Metallquelle suchen. Oder auf den Berg mal kurz hochgehen oder Kiste tamen. Ich brauche hier auf jeden Fall im Berg meine eigene Katze für Wendigkeit und Haltbarkeit. Raptoren sind zu schwach gegen die Wölfe. Und mit einem Kätzchen mit einem ordentlichen Sattel kann ich wenigstens was reißen. So, mein kleiner Drago. Mein großer Drago, wie jetzt war ich dir eine Mütze. Muss kurz mit Pelz strickst holen. Du mir die mit deinen eigenen Händen? Mit deinen Oma-Fähigkeiten? Oma-Fähigkeiten. Hast du das gerade echt gesagt? Ja. Ich bin enttäuscht. Warum? Hätte ich nie von dir erwartet. Tja, was ist davon? Nee. Aber bist du runtergesprungen? Nee, ich tu nur so. Ich kann nur so an der Ecke runterfliegen sehen. Ah, ist hier dein Schaden. Alter, der macht gut Schaden, der andere Wolf. Was ist denn mal da verkackt? Ich muss den Mammut töten. Ja. Wissen wir es nicht alle? Nein, ich brauche nur ein bisschen Pelz für die Hose. Mhm. Haha, gestielt. Hehe, gestielt. Blöden Wölfe, hier kommt der Maxanto. Der rippt euch an aus eurem Leben. Alles klar, der Wolf hält mal aktiv an und kackt euch mal richtig fett in die Hose. Mein Wolf kackt voll in seine Hose. Alte Schnauze. Du hörst dich an wie ein Kevin. Ich bin Kevin, ja. Was ist Kevin? Kevin. Warte mal, ich glühe rot. Ihr habt ein Mammut Level 68 und Mammut Level 20. Ja, das kleine töten, das große tamen. Okay, Mama. Bin ich Mama, ich bin Kevin, ja? Ich bin Alpha Kevin. Richtige Tiere, ich zum Mega. Nee, Metall Kevin. Drago, wie schlecht bin ich? Ich überhole dich sogar noch vor der Zielgeraden. Ja, wir hätten auch hier dieses Stegolein hier gezüchtet. Ist ja Rotz. Nero Nerd. Ja, kein Wunder. Wenn Nero heißt, der kann kein Nerd sein. Ich bin doch kein Papagei. So. Hä? Jetzt hast du gleich eine volle Vorrüstung. Dann ist ja was Mindeste. Wo ist meine Escanned mit Metallrüstung? Was bist du? Was? Meine Escanned mit Metallrüstung, wo ist die? Hattest du nicht mal. Ich will eine haben. Ja, gib mal, Cheat at Item an oder so. Ja. Sieht so aus. Wer sendet hier unsere IP in den Channel? In den Channel, sag ich schon. In TeamSpeak, Channel. Ja, wenn du sie preisgibst, selber Alter, schuld. Das war jetzt nicht so gemeint, aber gut, ne? Darf ich euch sagen, dass Süd 1 ein toller Platz ist zum Bauen, weil Metall Cave holt und Stein in ausreichender Anzahl vorhanden sind? Sankti? Es gibt, glaube ich, nichts. Gar nichts. Was du uns an dieser Map erklären musst. Wir haben beide, wie viele Stunden hast du? Ich habe 1303 und du? Wir haben, glaube ich, 6 Monate lang auf dieser Map hier gespielt, durchgehend. Wir kennen den Server. Wir können 773. Wir kennen die Map in- und auswendig. Dass wir hier gebaut haben, war deren Idee, nicht meine. Ich habe meine eigene Idee, was ich machen möchte. Aber erstmal brauche ich dafür einen Minimum an Zeug halt. So, jetzt deine. Leg die mal weg. Warte mal, achso. Dann ist Miffy. Ich finde den Spot hier oben voll cool. Ich finde den voll scheiße. Du bist ja auch blöde, Jane. Aua. Du wurdest gefackelt, ja? Ach ja, was meine Rüstung, ha? Ja, leg die aber andere wieder in Lukas rein, Beta. Ja, dir das noch kaputt machen, warte. Beta. Ah, okay. Ey, ich habe jetzt auch im Räucherschrank Fleisch reingetan. Muss ich den noch anziehen oder? Die sieh mal, pack sie rein. So, mal gucken, ob er merkt, dass er gerade am Sterben ist. Er stirbt nicht mal.
Jetzt hier ans Essen. Du gehst jetzt essen? Nein, hier hat's Essen. Ich brauche auch noch ein bisschen Narkotik. Danke. Das sind meine Narkotics, die habe ich mir erarbeitet, ja? Bedien dich. Nimm dir nur reichlich. Hey, nee, ich muss sie echt leiser stellen, das geht so nicht. Ich muss das Spiel leiser stellen, weil du bist mir zu leise. Ich kann auch lauter reden. Das Problem ist, wenn ich TS lauter stelle, dann jammern die Leute immer rein, dass ich zu leise bin und ihr zu laut. Darum habe ich mir jetzt System lauter gemacht und einfach das Spiel leiser und dann seid ihr für mich laut. Also let's go. Wohin? Ja, Mammut tamen. Ich brauche eine neue Armbrust, warte. Das ist falsch. Ah, ich hau dir eine. Ich kann das selber bauen, ey Junge. Denkst du, ich bin so hilflos oder was? Ja, ne? Gib mir einfach noch ein bisschen Metall. Oder reparier die hier einfach, das reicht aus. So, Problem jetzt gelöst. Komm mit. Ich gehe auf meinen nice Tiger. Nimm du den Wolf einfach, ganz links. Ist das der stärkste? Nö. Ich will den stärksten haben. Nein. So, ich nehme den hier. Der ist stärker. Ist das schlimm? Nein, ach was. Gehört jetzt irgendjemanden? Oder darf einfach nicht sterben? Ja. Was schleppert denn der? Den draußen. Brauchen wir Gammelfleisch? Nein, haben wir genügend. Dann schmeiß das raus. Jetzt komm, mach deine Fackel an. Warte. Autospeed-Klicker. Hä, hey, warum? Zum Force-Feeden. Hör ich den auch gerade an? Denkst du, ich spiele Ark ohne Autospeed-Klicker oder was? Ja. Ja? Nee, hast du aber falsch gedacht. Du Cheater. Ich cheate nicht, ich, Weiß, was hat Beam damals mal gesagt? Das ist kein Cheat, das ist eine Spielemodifikation. Nein, die Mammuts werden von einem T-Rex angegriffen. Das ist eine Spielemodifikation. Der eine ist schon tot. So was hat einen besseren. Wir töten den Rex. Nein, das kann fliegen. Ah, ist weg. Ja. Guck mal, der Mammut, Alter. So, wir haben ein bisschen Pelz. Bringen wir es kurz zurück. Warte mal, hab ich auch noch ein bisschen was? Ja, aber egal. Ach, ich hab gerade das böse Wort gesagt, ne? Ich hab ja eben Beam gesagt. Beam hat gesagt, das ist kein Cheat, das ist eine Modifikation. Jetzt denken natürlich wieder alle, dass Beam gemeint war und nicht It's Beam. Der eigentlich auch nur ein Beam-Fanboy ist und deshalb sich It's Beam genannt hat. War der eigentlich Beam-Fan? Ja, oder? Wer? Der von Schüsch. It's Beam. Nö. Nö? Denk schon. Ja. Ich weiß nicht. Wer ist Mucki zur FP8, weil der. Ich kenn nicht mehr. Keine Ahnung. Fand irgendwas lustig. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Würde ich das jetzt so behaupten, oder? Hast du Beeren mitgenommen? Für was Beeren? Oh, nein. Gut, dass wir mal zurückgegangen sind. Ich, auf was skill ich den Wolf? Auf Melee Damage? Major Bären, oder? Reichen, ja. Ich kann nicht auf Major Bären skillen. Ich will den nicht verskillen, sonst weint wieder irgendjemand, weißt du? Ja, mach einfach auf Melee. Melee ist immer gut. Melee. Ich mag jetzt nicht, wenn er... Du kannst auch für mich auf Melee machen. Bei Melee kann man sich nie verirren. Ich mag es nämlich nicht, wenn da die ganze Zeit steht, dass er noch ein Level up ist. Ich kann das nicht sehen. Dann... Kann es sein, dass du schneller bist? Ah, ich hau einen Tiger, ne? Ah ja, die sind ja rund von Grund aus. Nee, ich bin total überladen. Bin ich bei über 50%? Dann schmeiß ich. Ich hab gar kein Fleisch dabei, also gar kein Fleisch für mich. Ach, ich scheiß Pfeile, ey. Da unten töten wir doch jetzt gleich was. Komm mit, da zahlen noch andere Wölfe. Und die Mammuts werden wieder von den Wölfen angegriffen, aber der Wolf kriegt aufs Maul, wer gewinnt. Jo, definitiv. Jetzt nimm den Wolf auf. Happy für dich.
Ich kann das nicht alles tragen, ich habe gar keinen Raid. Mammut Level 8 und Mammut Level 8. Da ist 8. noch ein Wolf hier. Das Problem ist, der scheiß Wolf und meine scheiß Rüstung, die kommen sich in die Quere. Hallo. Welchen töten wir? Ja, der eine schmeiß... ist 20, der andere ist 8. Ich will einen höheren. Ich schmeiß die Pelze raus erstmal. Viel zu low level. Lass Wanderschön gehen. Okay, ja. Sehr gut. Hab ja verstanden. Hör auf zu weinen. Skill auf Major Bären, genau. Alles klar. Ich hab gesagt, es geht nicht. Wie viele Major Bears ist da dabei? Ich habe auch noch Tinto Berries dabei, aber 200. Was sind denn Tinto Berries? Sei doch ruhig. Sei du doch ruhig. Nee. Nein, passt alles. Ich habe alles gegen dabei, Drago. Sei sicher. Oh, Wooly Reno Level 92. Oh ja, lass das tamen. Hast du Major Berries? Ich hab 62 Beine. Wolf! Die ganze Scheiße eingesammelt hier. Ja, jetzt komm! Lass irgendwo hochgehen, ich möchte nur sehr ungern von dem zerstört werden. Hier geht's auch nicht höher. Ja, egal, hier reicht's, komm. Wir locken das einfach nicht hier hoch. Narkobi. Was denn? Ich heiß nicht Narkobi. Hä? Ich hab dich gerade verstanden, Narkobi. Nein, ich meine gerade was anders. Warum? Ey! Okay, ich hab dir einen Platz gefunden. Ja, nur nicht anschießen. Doch. Genau oben. Nein, ich fall runter! Richtig. Und dieser Platz hier ist nur was für richtige Kings. Ist. Renn da nicht weg, du blödes Vieh! Okay. Oh, er trifft mich. Oh, er trifft mich! Er trifft mich. Ich schieße auch rein. Okay, wir müssen schießen. Komm, schieß! Ach du Kacke, macht viel Schaden. Ja, Pelzrüstung auf TV, ne? Ne, reicht. Pelzrüstung ist gut. Pelzrüstung ist gut. Oh Gott, ich renn weg. Lass die Tiere in Ruhe. Nein, nicht auf Shakira. Oh Gott. Wird er eigentlich schneller, auch wenn er wild ist? Ja. Ja, dann müssen wir den irgendwie irgendwo gegenlocken, dass der aufhört, Gas zu geben und ihn auszubremsen. Wo ist der? Ja, hinter mir. Wo ist du? Also, wo ist... Ah. Oh Gott! Ah. Nein! Ich fliege durch die Gegend. Oh, ich bin tot übrigens gleich. Warum? Ja, weil hinter mir her ist. Ich schieße auch drauf. Er hat ab! Er will flüchten auf die Tiere und MLG darunter. Ja, da unten ist er gut, er kann von oben runter schießen. Auf die Tiere... Wo ist denn der? Da unten. Spring runter und stirb einfach, genau, gute Idee. Ich dachte eigentlich, wir von oben runterschießen. Oh, hier ist auch noch ein Nashorn gespawnt. Finde ich nicht so nice.